Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Und ich habe in der letzten Folge gemerkt, dass das Spiel ein bisschen zu leise war. Ihr habt es jetzt ein bisschen lauter. Das tut mir nochmal leid. Dein Eisstrahl. Wie wäre es, wenn du den mal benutzt? Aber in den Cutscenes ist es immer noch die normale Lautstärke. Also da habe ich ja drauf geachtet. Ach Digga, warum habe ich die ganze Zeit meine eigenen Teammates? Ich bin ja nett. So. Jetzt, ach stimmt, das haben wir ja schon mal gemacht, aber ich muss das jetzt hier nochmal machen. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Dann muss ja das Level nochmal neu starten, weil der Eistyp einfach im Boden drinne fest war. Also im Boden hat er sich reingemogelt. Er wollte lieber Eis im Boden spielen statt auf dem Boden. Ich kann keinen Satz bilden. So, rein mit euch, ihr Flüchtlinge. Ja, jetzt spring rein. Ich glaube, alle Studenten sind gerettet. Was jetzt? Wir werden es herausfinden. Ich fürchte, eure Versuche, mich aufzuhalten, kommen zu spät. Wenn ihr den Tesseract nicht rausrückt, wird euer wertvolles Zuhause zerstört werden. Naja, wir wollen nicht nachlassen. Naja, wir kriegen ihn schon klein. Ah, sind das seine Geschwister oder was hier? Alle hässlich. Digga. Aber der eine hat coole Haare, weil der ist blond. Der ist schon ziemlich krass mit seinen blonden Haaren. Kann man schon sagen. Schon ein nicer Kerl. Wurde bestimmt nur hypnotisiert. Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Gut, Feuer entfernt. Ah, jetzt brauche ich die Dame. Die rote Dame. Ist die... Hä? Die ist gerade von alleine die Leiter hochgeklettert. Hä? Wie komisch war das denn? Jetzt muss ich noch die Tür aufschweizen. Alter, was muss ich denn hier alles machen? Ui. Was geht denn da ab? Die Studenten sind in Sicherheit. Ihr müsst Magneto aufhalten. Wir sind zu langsam. Es muss einen schnelleren Weg geben, ihn abzufangen. Los, Sie kommen. Wir können den Geheimgang benutzen. Sind wir nicht hier wieder am Anfang? Aua! Ach, für ihn ist das okay. Er scheint aber im Feuer und ihn hat das gar nicht gejuckt. Aber okay, er ist 3 Meter hoch da. Und 3 Meter breit. Da wundert mich das nicht. Was ist mit dir hier? Gut, euch kann ich hier nicht stören. Wir müssen wohl ganz hoch. Erstmal die Brände löschen. Und dann kann ich hier was bauen. 2 Ritterstatuen. Und dann müssen wir die auch richtig platzieren. Einer hierhin und einer dorthin. Ja. Jawoll. Wieso heißen die eigentlich X-Männer? Ich glaube, das wurde mir noch nicht verraten. Vielleicht kriegen wir irgendwann die Antwort. Oh, wo kommt die jetzt auf einmal her?
Oh, man kommt da so ein Ehepaar raus. Professor! Professor X ist einverstanden, dass ich mich um den Tesserakt kümmere. Ist er das? Natürlich, er weiß, dass ich mich mit Technologie gut auskenne. Und er weiß, dass du ihm gerne das Blau auf dem Himmel erzählst. So behandelt man aber keine Lady Summers. Sorgt dafür, dass die Kinder geschützt sind. Ich kümmere mich um diese beiden. Nicht in den Gängen rennen, bitte. Wie oft muss ich es noch sagen? Nicht im Flur rennen! Oh. Schön, nicht wahr? Magneto! Scheint, als hätten wir die Einheimischen aufgebracht. Kümmer du dich um sie. Ja, wir haben's kapiert. Okay, Magneto können wir, glaube ich, nicht mehr retten. Retten sei. Retten! Ja, bestimmt. Holen. Retten. Also, den kann man wahrscheinlich eh nicht mehr retten. Der Kerl ist psychisch am Ende. Und mental. Und ja, generell ist der Typ kaputt. Oh, geile Mucke. Yeah! Ich mag die Mucke. Okay, jetzt habe ich auch den Verstand verloren. So. Ah, ich brauche noch ein paar Coins, um hier True Believer zu bekommen. Aber erstmal. Die sind in goldenen Stein, den Minikit, das Minikit hier zu holen. Indem ich nämlich hier diese vier Monitore kaputt mache. Und jetzt habe ich ein Minikit. So einfach geht's. Guckt euch das an. Ich muss die Kisten da, die er wirft, einfach wegschleudern wahrscheinlich. Hä, hey, ich hab doch gedrückt. Ja, komm, mach doch mal. Ich drücke doch. Was ist denn das für eine Scheiße? Muss ich irgendwas Spezielles noch drücken? Jetzt. Na, gucken wir mal. Das war der Stromkasten. Ja, das hat damit zu tun, dass du eine Kiste auf dem Kopf hast. Aber naja. Ey. Und diese Idioten da oben. Geht mal weg, Alter. Ach, Digga, ich will... Geh doch weg, Alter. Junge. Kann ich den hierher locken? Mit Mucke? Komm mal her, mein Großer. Oh, da kommt er mit voller Kraft. Ah, jetzt kann ich ihn einfrieren. Füll mal dein hitziges Gemüt ab. Und bam! Jetzt bin ich wütend! Na, dann zeig mal deine Wut. Oh ja, warte. Schieß gleich seine Kiste. Und zack.
Warte, ich will erstmal die da oben wegballern. Weil die gehen mir am meisten auf den Sack. Mann! Und dich, jawohl. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Was brauchen wir diesmal für eine Ablenkung? Ist es eine Uhr? Das könnte so eine Stoppuhr sein. Ah ja, ein Wecker, ja gesagt. Es ist Zeit zu sterben. Wie die Mucke auf einmal weg ist. Und da ist sie wieder, die Mucke. Na, komm. Ja, weil immer irgendein Objekt hier im Weg ist. Guck, ich kann das nicht einfrieren, weil hier so ein Teil im Weg steht. Ja, mach doch weiter. Dankeschön. Und sie ist jetzt auch eingefroren. Ich werde dem jetzt ein Ende setzen. Na komm doch. Wir machen eins gegen eins. Das war ein großer Fehler. Mein Junge. Na, ah, musste der eine mich ja umbringen. Ach Gott, jetzt muss ich hier den Kran steuern. Zack. So. So. Und noch hoch. Und jetzt schnappt ihr den Großen. Jawoll. Nein! Lass mich runter! Oh! Guck dich an! Mein Helm! Was habt ihr? Er ist ein Glatzentyp! Faszinierend! Dein Hirn ist ein unbeschriebenes Blatt, Juggernaut. Jetzt werde ich drauf schreiben. Übernimm die Kontrolle! Hä? Ich hab gerade irgendwelche Tasten einfach gerade gedrückt. Hä? Hä? Wofür war denn jetzt gerade die Sequenz? Ah, jetzt. Okay, es hat irgendwie gerade nicht funktioniert, aber jetzt klappt's. Okay, ich muss wahrscheinlich da hinten gerade das hier kaputt machen. So. Was wir damit bezwecken wollen? Dich einzufrieren und dich umzubringen. Versuch mal da rauszukommen, Großer. Ja, unmöglich. Tschüssi. Du lieber Herr Gesangsverein. Was bedeutet das überhaupt? Magneto ist entkommen. Sehr bedauerlich. Ich fürchte, dann sind wir Nick Fury ein paar Gefallen schuldig. Juggernaut mal X ist gleich Null. So, wir haben Storm, Beast. Beast fand ich gar nicht mehr so schlecht. Also, der war ein cooler Charakter. True Believer. Ich glaube, drei Minikits. Ja. Und damit haben wir jetzt insgesamt 3 goldene Steine. Und Geschichte fortsetzen. Danke, dass Sie uns Agent Coulson zum Aufräumen geschickt haben. Sie waren zu der Zeit S.H.I.E.L.D. behilflich. Außerdem kann ich das abrechnen. Aber es gibt noch etwas, wofür ich Ihre Hilfe brauche. Magneto hat den Tesseract gestohlen und wir haben seine Energiesignatur nach Latveria verfolgt. Endlich ist es an der Zeit, Operation Latveria zu starten.
Warum hat das Plan so lange gedauert? Genehmigung, Gegenzeichnungen, 4 Änderungsrunden. Unglaublich, die Bürokratie, mit der ich mich hier rumschlage. Wenn Doom die Kraft des Tesserakts mit diesen kosmischen Steinen verbindet, könnte das sehr gefährlich werden. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt geht's! Nein, noch nicht. Sagen Sie es Ihnen, Sir? Eine Bedrohung nach der anderen, Coulson. Ich hoffe mal stark, dass wir nicht nach Latveria laufen müssen, Reed. Ein bisschen Bewegung und ein paar Brocken weniger würden dir ganz gut tun. Gleich siehst du, was dir gut tun würde. Ah, der Große. Der dicke Große. Hinkommen. Mit dem Fantastica natürlich. Ich glaube, es steht immer noch irgendwo im Central Park. Was? Ihr habt euer Flugzeug einfach im Central Park? Hallo, ihr Fantastischen Vier. Ihr werdet sofort in Latveria gebraucht. Mit dem Fantastica seid ihr im Nu da. Ist das euer Ernst? Ihr kommt mit dem Fantastica und euer bester Ort ist es, vom Central Park zu fliegen? Wenn jeder dorthin kommt und das Ding einfach mitnehmen kann. Aber okay, vielleicht haben sie es irgendwie versteckt. Was weiß ich. Weil ich sind sie so krass. Warte mal, Karte. Naja, ich wollte jetzt nicht die Karte öffnen, um zu wissen, wo der Central Park ist. Ey, hat die gerade gesagt, dieser Typ ist nicht so gut. Das ist beleidigend. Nee, ich wollte was anderes checken. Ah, wer hupt denn da? Oh Gott, die Karte ist so riesig. Ich habe noch nicht mal alles aufgedeckt. Hier habe ich noch richtig viel. Hier ist noch sehr viel. Und der ganze Central Park habe ich noch nicht mal richtig angeguckt. Und hier ist noch so eine kleine Ecke. Und ganz Prison Break ist noch offen. Ey, wo hupt denn da? Ist ja nervig. Macht eine scheiß Karre kaputt. Klar. Nimm mein Auto. Nimm mein Porsche Panamera. Nimm mein GT3er. Mit was fahren Sie eigentlich immer hier rum? Ach ja, ich fahre hier mit einem GT3er. Gott, oh Gott. Was ist das hier eigentlich? Ist das auch wieder so ein Bosskampf? Yep. Sentinel? Warte kurz. Ich muss Charakter wechseln. Gut, dass der Bosskampf wartet. Ich brauche Iron Man. Mutant? Irgendjemand hier ein Mutant? Wir würden euch. Niemand ist ein Mutant. Oh, jetzt brauche ich einen Laser. Warte, nehme ich die andere Iron Man Version? Jawohl! Und jetzt brauche ich Thor. Und. Hab ich's? Nee. Wo ist denn jetzt mein Hammer? Ah, jetzt. Ein Mutant? Wir würden euch sehr gerne zerstören. Nee. Ich glaube, ich habe eher dich zerstört. Mutant? Irgendjemand hier ein Mutant? Wir würden euch sehr gerne zerstören. Du bist jetzt schon zerstört. Cool. Um mal hier auf dieser Open World so kleine Bosskämpfer zu machen, ist schon nice. Düdüm. Was für ein Geotrie. Was die NPCs hier immer labern, ist auch echt krass. Auch mal hier kurz mich umgucken. Also ich kenne New York jetzt in der echt auch nicht so krass. Ja, man weiß den Ort oder den schon sehr oft, weil man davon sehr viel gehört hat. Es sind ja auch sehr viele Sehenswürdigkeiten hier. Aber so super viel weiß ich jetzt auch nicht. So, was ist das eigentlich hier für ein Kraftwerk? Ist das nicht voll gefährlich hier?
Generell, New York ist eh schon so verpestet, weil die Luft da richtig scheiße ist. Weil alles aneinander steht. Da ist dann die Luft richtig beschissen. Und jetzt hier noch so ein Kraftwerk hinzustellen, ist auch nicht so die perfekte Lösung. Ich hoffe, man muss hier auf der Open World auch nicht noch Stanley retten. Das wäre ja dann echt lässig. Was ist das hier? Ah, das ist doch der... Das ist doch der, Sheriff. Nicht der Sheriff. Wie nennt man das? Der Herald. Der Herald. Sand Central und die Folgen. Unsere Jungs interviewen ein paar Männer, die mit dem Sandmonsterangriff heimgesucht wurden. Und wir brauchen ein Foto des Bahnhofs für die Story. Die Umgebung sollte auch mit drauf sein. Mach dich dran. Ach, jetzt sollen wir für den Herald ein paar Fotos für seine Stories machen, ne? Nicht schlecht. Das ist auch mal so eine Idee. Wenn ich für jede Story, für jedes Foto einen Stein bekomme, das ist ja doch nicht schlecht. So, ich bin schon vorbeigeflogen. Ah, jetzt ist Marvel Cinematic Universe. Okay, hier. Mache ich jetzt hier Foto? Wahrscheinlich mit Spidey. Oder? Hä? Okay, doch nicht mit Spidey. Hä? Warte mal. Ah! Spidey kann sich ja in... Das ist jetzt peinlich, das ist auch schon wieder nicht weiß. Spidey kann sich in Tom Holland verwandeln. Ja, er heißt nicht Tom Holland, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Charakter nochmal heißt. Deswegen sage ich jetzt einfach Tom Holland. Clips, Foto. It's photo time. Okay, let's go. Zurück zum Herald. Okay, aber sowas ist cool. Wie oft muss ich das dann noch machen? Das werden wir ja gleich erfahren. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt nochmal zurückverwandeln, damit ich mit ihm reden kann und das Foto abgeben kann. Peter Parker, jetzt hab ich's. Ah ja, ich muss es 10-mal machen. Okay, also jetzt 9-mal. Wie ist mir eigentlich der Name Peter Parker nicht eingefallen? Ist schon ziemlich peinlich. Na gut, Leute. Dann war es das erstmal mit dieser Folge von Lego Marvel Super Heroes. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns... Ach ja, wisst ihr was? Ich habe was vergessen. Ich habe nämlich vergessen, Leute zu grüßen. Und das habe ich schon in der letzten Folge vergessen. Deswegen werden wir heute noch zwei... weibliche grüßen und zwei männliche. Da grüße ich einmal den Matthew und dann noch den, wen grüßen wir noch, den Amadeus und dann noch bei den weiblichen grüße ich die Jennifer. Und die Diana. Gut. Da haben wir jetzt das nochmal nachgeholt. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Möge euch der hüpfige Peter Parker mit euch sein. Ciao, ciao.